Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Montag, der 26. Oktober 2020. Morgen lese ich nachmittags in einer Seniorenresidenz in Pankow, am Donnerstag in Rudolstadt und am Freitag im Literaturhaus Berlin. Deshalb wird die Woche wieder sehr voll, aber heute nochmal in die Bukowina nach Tschernowitz. Ihr seht hier so eine kleine, sehr einfache Karte, wo man erkennt, es liegt also eingeklemmt zwischen Rumänien, Ukraine, Polen und der Sowjetunion. Es war ja auch immer wieder wechselnd besetzt, dieses Tschernowitz. Und hier ist also praktisch zwischen Bessarabien, den Karpaten und Sudeten, dem Siebenbürgen, so diese kleine Kulturlandschaft Bukowina. Noch einmal möchte ich über Itzig Manger heute sprechen, der ein sehr wechselvolles Leben hatte und der auch sein Leben gerne wechselvoll und immer anders erzählt hat. Zum Beispiel hat er laut Tschernowitzer standesamtlicher Urkunde 1932 eine Dame geheiratet, die Golde Trauring heißt. Das klingt wie eine Erfindung. In Wirklichkeit berichten eben Augenzeugen, Zeitzeugen, er selber gibt es Briefe, dass er 10 Jahre lang zur Lebensgefährtin Rachel Auerbach hatte, eine Journalistin, der er die einzigen Liebesgedichte gewidmet hat, die er je geschrieben hat und die sich später trennten, weil sie die Nachwirkungen der Erlebnisse der Shoah irgendwie nicht gut bewältigt hatten. Aber 1932 gibt es ein sehr schönes Bild mit Rose Ausländer. Rose Ausländer, die bekannte Dichterin, war wie er 1901 in Tschernowitz geboren. Hier sieht man sie mit ihrem späteren Ehemann Helios Hecht. Hier ist Itzig Manger mit seiner gigantischen Stirn und daneben Arnold Schwarz, ein Herr, über den ich noch nicht so viel in Erfahrung bringen konnte. Und Rose Ausländer blieb ihr Leben lang Itzig Manger sehr verbunden und übersetzte, wie gesagt, seine Balladen und Gedichte aus dem Jiddischen ins Deutsche. Sie schrieb aber auch ein kleines Dichterbildnis über ihn. Da will ich die ersten zwei Verse mal vorlesen. Er erinnert euch an das Gedicht, in dem das Wort Dunkelgold vorkam. Itzig Manger. Die Schenke ist sein liebster Aufenthalt. Er küsst den goldenen Wein wie eine Braut. Sein Rausch ist voller Wege wie ein Wald, in dessen Dickicht ewiges Dunkel blaut. Aus seinen Augen fallen Sterne, die ein Gott verschwenderisch vom Himmel nahm. Auf seiner Stirne singt die Melodie des Vogels, der einst aus dem Süden kam. Zerlumpt und schmierig ist sein Rock, sein Hemd. Er zecht mit Tod und Nacht und Hur und Laus. Vom Meere der Gesichte überschwemmt, strömt er, den Mond im Arm, verzückt nach Haus. Diese Poesie hilft ihm natürlich sehr oft in schwierigen Lebenslagen und tatsächlich wird er 1938 wegen der Nazis aus Warschau, wo er 10 glückliche Jahre verbracht hat, also von 1928 bis 1938, verwiesen. In diesen 10 Jahren veröffentlicht er sehr viele Gedichtbände, reist durch Polen, Rumänien bis in die baltischen Länder und trägt dort seine Gedichte vor. Und sie werden auch von anderen vorgetragen. Warschau war damals eine sehr lebhafte jiddische kulturelle Metropole und man hörte in den Theatern, in den Musikhäusern, in den Kneipen jiddische Balladen, Gedichte und Volkslieder. 1947 hat er gehört, dass Rose Ausländer den Holocaust überlebt hat und sich in Amerika befindet und schreibt ihr: My dear Reusele, I am very glad that you got out of our beloved country, Mama Liga and Pogrom. Und er fragt sie, ob sie in Erfahrung gebracht hat, etwas über seine Familie. Er selbst ist in diesen Jahren sehr herumgeirrt, bis er 1941, also von 38 bis 41, ist er herumgeirrt. Er wollte gerne nach Palästina auswandern, bekam aber kein Visum und landete dann nach einer Irrfahrt durch Paris, Marseille, Liverpool in London, wo ihn eine Buchhändlerin, wie sollte es auch anders sein, Margaret Waterhouse, aufgenommen hat und ihm geholfen hat zu überleben. Ich hoffe, der Name stimmt. Ich gucke das gleich nochmal nach. Jedenfalls hat ihm die Reusele dann geschrieben, dass seine Schwester lebt, aber er erfährt ein Jahr später,
dass sein Vater und sein Bruder in den Lagern erschossen wurden. Und diese schwere Zeit hat er auch in Gedichten niedergelegt. Und so heißt eine Ballade: Ich bin müde, gute Nacht, meine Augenlider kleben, wie ein Traum verflog das Leben, was ich liebte, was ich dacht. Ich bin müde, gute Nacht, meine Augenlider kleben. Und er schreibt auch die große Ballade, die ich jetzt finden muss. Folg mir nicht nach, mein Bruder, in Erinnerung an seinen Bruder Notte, Nathan genannt Notte. Folg mir nicht nach. Ich bin der Weg ins Leere, das blonde Sonnensinken, die braune Hirtenflöte, das müde Abendwinken. Folg mir nicht nach, mein Bruder, mein Gehen ist vergehen. Es wird dein junger Glaube an meinem Weh verwehen. Ein Dolch ist meine Schönheit, der tief sich gräbt ins Herz. Zwei blaue Lippen über dem Kruge Wein, mein Schmerz. Manga war nach dem Krieg, also in diesen Endvierzigern, wirklich sehr zerrüttet, Alkoholiker, arm und heruntergekommen. Aber er hatte auch ein lebhaftes, offenes Wesen und fand immer wieder Leute, die gespürt haben, dass da ein großer, wichtiger Dichter unterwegs ist und ihn unterstützt haben. Und schließlich bekam er dann in den 50er Jahren durch verschiedene Gedichtbände, die er veröffentlicht hat, einen großen Erfolg, und zwar auch in und besonders in Amerika, in New York. Er war ja selber wie so eine Figur von Isaac Bashevis Singer, über den ich hier schon gesprochen habe, aber auch in Israel, wohin man ihn einlud, wo man eigentlich vom Jiddischen gar nicht mehr so viel hören wollte, sondern lieber Hebräisch als die Sprache, die sich mit dem neuen Land identifiziert hat, kamen Tausende zu seinen Vorträgen und seinen Gedichten und Gedichtabenden, Rezitationsabenden. Und 1966, als er zwei Schlaganfälle erlitten hat, wünschte er sich nichts mehr, als in Israel zu sterben, wohin er es dann auch geschafft hat. Er ist auch leider 1969 gestorben, hat nochmal ein Gedichtband dort, Sterne über dem Dach, herausgegeben. Und er hat dort einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sodass Israel dann einen Staatspreis für Dichter hervorgerufen hat, den Itzig-Manger-Preis. So, das war jetzt im Schnelldurchlauf ein verrücktes Leben mit sehr viel Poesie, aber auch sehr exemplarisch für diese Zeit, für jemanden, der das Glück hatte, die Shoah zu überleben und dann auch noch Gedichte darüber schreiben zu können und auch danach. So, bis dahin, macht's gut, bis bald.